Bei diesem verrückten Minecraft Bedrock Seed werdet ihr alle sicher denken: Hä? Spawnen werdet ihr nämlich hier in einem kleinen Wald in der Nähe eines Ufers. Wendet ihr aber dann euren Blick in diese Richtung hier, findet ihr hier nun folgendes vor. Hier wurden nämlich einfach mal ganze 5 Strukturen förmlich ineinander generiert. Darunter unter anderem ein Dorf, ein Außenposten, ein Wüstentempel, eine Portalsruine und auch ein Schiffswrack. Am Ufer könnt ihr sogar noch eine Unterwasserruine finden. Rechnet man alle Truhen zusammen, inklusive den vergrabenen Schatz, den man ja dank des Schiffswracks sozusagen finden kann, kommt man hier auf schlappe 11 Truhen und das halt direkt am Spawn. Falls ihr diesen Seed verwenden solltet, ist es auf jeden Fall eure Aufgabe, diese 3 Eisengolems hier zu befreien, die sich in den Käfigen der Pillager befinden. Die sollten diese Plagen dann eigentlich auch relativ schnell beseitigen.